Ein Moment beim Hoi und Tschüss sagen, wo du nicht weißt, ob du den Ellbogen sollst benutzen oder doch lieber mit den Füßen Hoi sagen oder von ein bisschen Entfernung einfach zuwinken und lächeln. Das sind die Fragen, die wir uns vor ein paar Monaten noch nicht gestellt haben. Und mittlerweile kennen wir das Symbol, das heisst, dass wir Händeschütteln eher vermeiden sollen. Doch es gibt, wie angedeutet, viele andere Möglichkeiten, wie wir aneinander Hoi und Tschüss sagen können. Aber die meisten kommen nicht dort daran, was ein fester Händedruck oder eine herzliche Umarmung kann aussagen. In der Bibel finden wir aber eine Methode, die zwar den Händedruck nicht ersetzen soll, aber wo in der Herzlichkeit den Händedruck um ein Vielfaches übersteigt. Und das ist aneinander segnen. Wenn wir in der Bibel lesen, lesen wir von Boas. Das ist ein Mann aus dem Alten Testament, der amigs auf seine Felder gegangen ist und seinen Knechten zugerufen hat: Friede sieg mit euch. Und die Knechte haben sich umgedreht zu ihm und haben gesagt: Der Herr soll dich segnen. Ein bisschen weiter in der Bibel lesen wir vom König Saul, wo er zum Prophet Samuel entgegengegangen ist, hat er das gemacht, um den Segenswunsch zu bekommen. Und im Neuen Testament lesen wir von Jesus, wo er nach seiner Auferstehung in den Himmel gefahren ist, hat er seine Jünger gesegnet. Und das zeigt ein bisschen, dass die Bibel eigentlich davon redet, dass aneinander segnen etwas ganz Natürliches ist. Etwas, das immer wieder vorkommt. Und aneinander segnen, das kann auch etwas sein, gerade in der heutigen Zeit, wo wir für uns und für unser Miteinander wieder neu dürfen entdecken. Zurzeit schleichen sich ja bei der Verabschiedung vor allem so Wörter ein wie «Hey, bleib gesund» oder «Habt ihr Sorge». Aber wie wäre es mit einem «Bis gesegnet»? Jemand segnen, was bedeutet das denn eigentlich? Der Hannes hat in seinem Input über Gutes verbreiten schon mal angetönt. Jemand segnen heisst eigentlich, dass man für jemand anders etwas Gutes von Gott erbittet. Und im Alten Testament ist das Wort Segnen, kann man das so übersetzen mit, dass man an jemand anderem eine heilvolle Kraft zuspricht. Und das ist im Alten Testament meistens, nicht immer, aber meistens etwas Äußerliches. In 5. Mose 28 lesen wir, dass die Israeliten, wenn sie an Gott glauben und ihm folgen und auf ihn hören, dass sie gesegnet von Gott werden. Und der Segen, das steht dort so, sieht für die Israeliten so aus, dass sie reiche Ernte werden haben, dass sie Überfluss haben, dass ihre Kinder dürfen gesund sein und dass sie Sicherheit haben. Also immer auch etwas Äußerliches. Im Neuen Testament heisst das Wort segnen dann wörtlich übersetzt gut reden. Also wenn Jesus seine Jünger segnet, dann spricht er Gutes über das Leben der Jünger aus. Doch bei Jesus ist Segnen nicht einfach etwas Äußerliches, sondern es betrifft auch unser inneres Leben, uns ganz tief in unserem Herzen. Und so ist eigentlich der Zuspruch von diesen guten Sachen, die Jesus über uns ausspricht, eigentlich das, was wir durch Jesus bekommen. Das ist der innere Friede. Das ist, dass wir wissen, dass wir angenommen sind von Gott. Das ist, dass wir unsere Identität kennen als Kinder Gottes. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir das ewige Leben haben. Das ist der innere Segen, der uns zugesprochen wird. Und in der Bibel lesen wir also, von, wenn Gott uns segnet, dass er uns gut zuspricht. Innerlich und äußerlich. Und Gott weiß, was gut für uns ist. Das steht in Matthäus 6, 8, dass Gott genau weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn sogar darum bitten. Und darum ist all das Gute, was Gott uns zuspricht, genau in dieser Situation, in der wir sind,
genau das, was wir am meisten brauchen, was uns am meisten gut tut. Es ist nicht immer das, was wir uns vielleicht wünschen, was uns in unserer Prioritätenliste zuoberst ist. Es ist nicht immer das, was wir uns vorstellen. Aber wenn Gott uns etwas Gutes zuspricht, dann ist es immer das, was uns schlussendlich zum Besten dient. Es sei äußerlich, es sei innerlich. Wir dürfen uns aber den Segen, den Gott uns zuspricht, auch aneinander zusprechen. Mit dem Vertrauen darauf, dass Gott ja weiss, was das Beste für mein Gegenüber ist. Und darum dürfen wir unserem Gegenüber den Segen zusprechen und Gott bitten, dass er meinem Kollegen, meiner Kollegin das Beste gibt, was für sie jetzt gerade dran ist. Obwohl wir jetzt eigentlich wissen, dass Segnen etwas Gutes ist, ist es doch auch schwierig, das auch wirklich zu machen. Ich merke es bei mir selber. Es braucht mega Mut, am Ende eines Gesprächs auch den Segen zu sprechen oder jemand anderem den Segen zuzusprechen. Es darf aber auch nicht so ein Floskel werden, wo man dann einfach macht, weil es halt muss sein. Es soll ja von Herzen kommen. Man soll von Herzen jemand anderem etwas Gutes wünschen. Aber wenn wir langsam und immer ein bisschen mehr damit anfangen, kann das zu einer guten Gewohnheit werden, dass wir aneinander, untereinander, den Segen Gottes zusprechen. Vielleicht bist du in diesem Metier schon lange unterwegs und sprichst den Leuten den Segen zu und schreibst es in den Nachrichten, dass sie gesegnet sein sollen, im WhatsApp oder im SMS oder im Mail. Und das finde ich super. Und wenn es dir vielleicht auch ein bisschen so geht wie mir, wo im persönlichen Gespräch das manchmal nicht gerade machen kann, dann hey, lasst uns doch auch einfach im Stillen nach dem Gespräch die Person segnen, wo wir damit zu tun hatten. Wo wir ein Telefon hatten. Wo wir miteinander geredet haben. Es kann auch sein, dass wenn dich eine Person aufregt, dass du anstatt dann ihr Böses wünschst, einfach sie unter den Segen Gottes stellst. Weil das verändert unsere Gedanken. Das verändert unsere Sicht auf diejenige Person, die wir vielleicht nicht so gerne haben. Das muss nicht immer im Lauten sein, es kann auch ganz im Stillen, ganz im Leislichen sein. Und vielleicht hast du mit Gott nicht so viel am Hut und schaust jetzt das Video. Und darum kommt jetzt für dich da auch eine mega gute Nachricht. Egal wo du in deinem Leben stehst, Gott möchte dir Gutes in dein und über dein Leben aussprechen. Er möchte dich segnen. Und wenn du dich Gott zuwendest, an ihn glaubst und du kannst mit ihm persönlich reden, so wie ich jetzt zu dir rede, kannst du mit Gott reden, ganz normal. Dann wird er dir sein Segen geben und Gutes über dir aussprechen. Ich darf das in meinem persönlichen Leben immer wieder erfahren. Auch wenn es mir nicht so gut geht, auch wenn Schwierigkeiten kommen, dann weiss ich, dass Gott weiss, was das Beste für mich ist. Vielleicht ist das nicht immer das, was ich gerade mir denke, was jetzt dran ist. Aber ich weiss, dass Gott mir Gutes in mein Leben zuspricht. Und ich darf das erfahren, dass auch in schwierigen Situationen, dass ich ermutigt werde, dass ich Gewissheit habe, dass ich von Gott angenommen bin. Und das wünsche ich dir. Dass du jetzt gerade in dieser Situation, wo du auch bist, ich kann dir nicht sagen, wo du bist oder was dich gerade beschäftigt, aber Gott weiss es und das wünsche ich dir, dass du jetzt gerade den Zuspruch von Gott haben, dass er Gutes über dein Leben wird ausrufen, weil er weiss um deine Situation. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9, schreibt der Petrus, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen, sondern segnet, weil ihr da dazu berufen seid, damit ihr den Segen am Ende erlangt, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen können. Wir sollen segnen. Wir sind Erben von dem Segen Gottes, wir sind Erben vom ewigen Leben und das ist so etwas Gutes, was uns Gott zuspricht. Und sprechen wir doch den Segen, den inneren Frieden, das ewige Leben, den Frieden mit Gott auch anderen Personen zu. Lasst uns doch bei einem Tschüss sagen,
auch einfach Gutes über die andere Person aussprechen. Sei das gerade laut oder sei das einfach im Stillen. Und darum möchte ich euch oder dich ganz persönlich jetzt auch segnen mit dem priesterlichen Segen von 4. Mose 6, 24. Der Herr soll dich segnen und dich beschützen. Der Herr soll freundlich auf dich schauen und dir seine Liebe schenken. Der Herr soll sich dir zuwenden und dir Glück und Frieden geben. Tschüss zusammen.